Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. Wir waren im letzten Part fertig mit Taranis. Zum 500. Mal waren wir fertig mit der Insel. Und jetzt wollen wir nochmal ganz kurz nach Takarigua einen Abstecher machen, um von Bones den Ding zu bekommen. Den Schatz, den er versteckt hat, um seine Seele zu verbessern irgendwie oder zu schützen oder keine Ahnung. Und ja, um den wollen wir ihn erleichtern. Allerdings werden wir auf den Weg dorthin wahrscheinlich die Bekanntschaft mit einem anderen Piratenschiff machen. Und das müssen wir erstmal kaputt machen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das so läuft. Bones! Oh, die freuen sich hier direkt. Ihr werdet nichts haben, worüber euch erfreuen. Oh. Autsch. Hey, lasst mein Schiff in Ruhe, das gehört mir nicht mal. Das gehört den Magiern, den Wächtern. Okay, okay, ich kann jetzt rüber. Jetzt wird's lustig, denn ich habe hier einen verdammten Feuerregen, mit dem ich euch alle richtig heftig fertig machen kann. Hey Bones, lass mir auch noch was. Verdammte Scheiße, sie haben eine Bombe. Alter! So, da, da. So! Verpiss dich, Bombe! Wie können die das einfach so chillig hinlegen? Die haben irgendwie alle nichts dabei. Ach, da oben rechts steht so eine Zeit, wie lange ich noch für die Bombe habe. Ach so, ich renne hin und er nimmt sie automatisch und schmeißt sie weg, okay. Und dann kommen schon wieder welche. Wo kommen die denn alle her? Das ist total unrealistisch. Aber die haben sowieso keine Chance, weil ich viel zu mächtig für die bin. Aber die haben alle nichts dabei. Naja. Und weg mit der Pulverbombe. Drei Pulverbomben. Und jetzt rüber, jawoll! So, erstmal aufs andere Piratenschiff rüber und einen Feuerregen zünden. Ich glaube, man kann sich als Piratenkapitän nichts Schlimmeres vorstellen als das, oder? Oh, da kommt Captain Morgan. Oder? Morgan heißt er. Ja. Ja, wieso hab ich ein Schwert gezogen in der Cutscene? Wow. So, Morgan ist tot. Das war nicht schwer, aber der hat viel Schaden gemacht. Ich sollte, glaube ich, mal Härte skillen. Ich will Morgan noch looten. Nein? Seeschlacht gegen Morgan, 1000 Ruhm. Jawohl. Sehr schön. Idioten, was haben sie denn gedacht? Ich möchte gerne wissen, was Captain Morgan den abtrünnigen Piraten für ihre zweifelhafte Loyalität bezahlt hat. Nicht genug. Jetzt werden sie unter unserer Flagge segeln oder sterben. Gut so. Wir können ihre Kampfkraft auf See gut gebrauchen. Ah, okay. Nice. So. Ihr werdet euch schon vertragen. Das will ich hoffen, sonst gibt es Gnom-Ragout à la Bones. Ach so, okay. Komm mit. Sehr cool. dann habe ich Captain Morgan Zeug bekommen. Allerdings glaube ich, nee, da gefällt mir das nicht so gut. Beine. Okay, das ändert nicht mal was zum Skin. Und die Kapitänssoße ist besser als die von Captain Morgan. Okay, die sind schlechter, oder? Die... Drei. Oh, sie sind gleich gut. Na gut, dann ziehe ich das Zeug von Morgan an. Das ist mir doch egal. Morgens Hut ist schlechter, ja. Weil ich schon einen guten Helm habe. So, dann holen wir uns, würde ich sagen, den Schatz von...
den Schatz von Bones. Und deswegen habe ich Bones auch mitgenommen. Ich meine, wir haben hier die ganzen Gegner schon besiegt. Theoretisch brauchen wir Bones nicht. Aber ich nehme ihn deshalb mit, weil er vielleicht einen blöden Spruch ablässt, wenn wir seinen Schatz mitnehmen. Und dann können wir tatsächlich zu einer neuen Insel. Ja, ist das nicht geil? Ich habe das schon vor 5 Parts oder so gesagt, aber es kommt immer so viel Zeug dazu. Und das finde ich eigentlich toll, dass so immer wieder so kleine Quests kommen an Gebieten, wo man schon was erledigt hat. Das mag ich. Das hat, das haben auch alte Spiele, haben oft das Problem gehabt, dass, gewisse Gegenden einfach irgendwann absolut wertlos waren. Also Gothic 1 zum Beispiel, da sind zwar nach den Akten, mit neuen Akten immer neue Gegner hinzugekommen, vereinzelt, wie hier diese Gegner, aber wirkliche Quests gab es selten. Und das finde ich hier so toll. Gut, da haben sie es anders geregelt. Da gab es halt Gebiete, wo stärkere Gegner waren, wo man anfangs einfach nicht hin konnte. So. Ich muss da irgendwie hoch, ne? Das ist eine versteckte Kiste, okay. War die vorher auch schon versteckt? Ruhes schwarzes Herz, okay. Ich hab deine alte versteckte Kiste gefunden. Und es war tatsächlich ein schwarzes Herz darin. Ja, schon sehr lange her, dass ich es dort zurückließ. Wie auch immer, ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Dankeschön. Jetzt ist mir allerdings was aufgefallen. Und zwar gibt es hier einen Aufstieg und ich bin mir nicht sicher, ob ich das letzte Mal den schon erkundet habe. Aber ich glaube doch, ich bin hier schon mal lang gegangen. Ich schaue nochmal vorsichtshalber hoch, aber ich war hier schon. Und dann schaue ich nochmal schnell nach Takarigua in die Stadt. Weil ich glaube, da gab es eine Kiste mit 100, aber ich habe ja noch gar nicht 100 Skill. Nee, das mache ich nicht. Nee, da warte ich, bis ich mehr Skill habe. Da warte ich wirklich, bis ich mal 120 habe. Das dürfte nicht allzu lang dauern, wenn wir einigermaßen Erfahrungspunkte kriegen. Und ja, nee, hier war ich schon. Okay. Was ist denn... Ach, ich kann direkt reisen. Ich muss nicht immer zurück zum Schiff laufen. Okay, dann können wir jetzt endlich zu einem neuen Gebiet gehen. Und zwar zur Insel der Diebe, würde ich sagen, gehen wir als nächstes. Achso. Doch, ich muss zurücklaufen. Konnte man nicht irgendwie automatisch auch zum Schiff zurück? Vielleicht geht das irgendwie, aber ich kann es auf jeden Fall nicht. Das Schloss ist zu kompliziert. Naja, 110 hat das Skill. Ja, wie gesagt, ich komme mal wieder und dann können wir das alles machen. Tja. Aber jetzt gehen wir erstmal auf eine neue Insel. Denn wir sind viel zu lange schon auf der Insel. Oh. Ein Warzenschwein. Muss das sein? Du bist tot. Danke. So. Da vorne sind noch die zwei anderen, die mich jetzt überhaupt nicht interessieren. Dann schauen wir mal, Charakter, Härte. Würde 2000 kosten, das sind ja gar keine Punkte in dem Sinn. Ah, und da ist noch was. Okay. Gut, da haben wir die Leuchtkugel auch. Und jetzt zurück aufs Schiff und auf eine neue Insel, würde ich sagen. Nein, noch nicht. Keine Sorge, wir gehen auf diese Insel, aber... Schönes Schiff. Jip, jip. Jaffa ist wieder auf große Reise. Vielen Dank, dass ich dich begleiten darf, Captain. Ich hoffe, ich muss es nicht bereuen. Nix bereuen. Jaffa wird eine große Bereicherung sein. Du wirst sehen. Schon sehr bald. Was sagt dein Gnom zu diesem Ort? Was? Ich kenne diese Insel. Überall Inquisition. Merkwürdige Menschen. Die werden Soldaten. Sie haben viele dumme Regeln. Dürfen nicht schlafen, wenn sie sind müde. Dürfen nur essen, wenn sie bekommen Befehl. Soldaten, Gaga, achten nie genug auf ihr Gold. Schau mal. Was zum Teufel? Was ist denn das gewesen? Was geht's denn hier lang? Ach, ich hab hier auch noch sowas, ne? Schau mal, die achten nie genug auf ihr Gold. Hier hast du mal 300. Was? Das ist das geil. Das war einer der besten Dialoge im Spiel bis jetzt. Ach, die achten nicht genug auf ihr Gold. Ach komm schon, wie geil ist das denn? Nochmal 100 Gold. So geht's. Ich habe mein Schiff noch gar nicht richtig geplündert. Und jetzt kommt mir gerade die Idee, vielleicht konnte man bei den anderen Schiffen auch hier runter und auch richtig abstauben.
Oh Gott, das muss ich dann bei einem anderen Schiff mal testen. Man hört oben den das Ding. Kann ich nicht. Artefaktorium, Goldschmiede. Ah ja, ich kann hier so Zeug herstellen. Saphir. Silberzunge plus 10. Einschüchtern plus 10. Dicker Klunker. 4 Diamanten. Dann könnte ich 4 herstellen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das noch für was anderes brauche. Ich würde es jetzt erstmal aufheben, bis wir vielleicht... Ich bin kein Alchemist. Ich würde es jetzt erstmal aufheben, das ganze Zeug. Vielleicht bekomme ich irgendwo noch Baupläne, wo ich auch einen Diamant brauche. Ich weiß ja nicht, ob es nur einen Bauplan gibt, wo man einen Diamant braucht. Das ist es ja. Warum hast du eigentlich keine Familie? Du weißt schon, Frau und Kinder und sowas. Ich denke, es hat sich einfach nicht ergeben. Ein Leben voller Blut und Kampf, ohne so richtig zu wissen, wofür. Ich habe großen Respekt vor deiner Zielstrebigkeit. Ich denke, ich habe da was für dich. Alles klar, schieß los. Ramon war sehr gesprächig. Er meinte, er hätte einige Bergkristalle in einem Gewässer nahe eines Berges gefunden. Ah ja, das hilft uns vielleicht weiter, danke. Was denkst du über diesen Ort? Ja, die Inquisition. Die hat auch schon bessere Tage gesehen, denke ich. Komisch, dass sie jedes Mal auf die Nase fallen, wenn es um die Wurst geht. Als laste ein Fluch auf ihnen oder sowas. Tja, vielleicht sollten sie ihre steifen und angestaubten Ideale nochmal überdenken. Naja, okay. Sagst du was? Was ist das eigentlich für ein komischer Voodoo-Kauz, den du da rekrutiert hast? Das ist Bones. Du redest von Bones? Der hat mich wiederbelebt, hat was die Klappe. Was zur Hölle hat dich geritten, ausgerechnet den mitzunehmen? Er hat mir mein Leben gerettet. Naja, was davon noch übrig ist. Naja, ist ja deine Sache. Hauptsache, der Wilde kommt mir nicht in die Quere. Hallo, der ist nicht wild, der sieht nur wild aus. Okay, dann... Such dir wen anders zum Reden. Hey, du... Was ist denn jetzt schon wieder? Deine schleimige Art wird einfach schlichtweg unerträglich. Ich sag dir was, wenn du auch weiterhin versuchst, hier den guten Mann zu spielen, dreh ich durch! Ich will Kontakt zu einem bestimmten Geist aufnehmen. An wen hast du dabei gedacht? Tote Piratenkapitäne scheinen eine gute Wahl zu sein. Na gut, Captain Slane war in Casanova und hatte fast überall seine Verehrerinnen. Eine davon lebt heute auf der Insel Antigua. Oh Gott, bitte nicht. Ihr Name ist Grace. Man sagt, Slane sei ihre große Liebe gewesen. Sie trägt heute noch sein Taschentuch als Andenken an Slane bei sich. Okay, wir werden jetzt nicht auf Antigua gehen. Nein, ich werde jetzt wirklich auf die nächste Insel gehen, weil ich habe es jetzt schon so lange gesagt und ich mache jetzt nicht noch einen Part. Und dann müsste ich auch noch in die Schattenwelt. Nee, das mache ich jetzt nicht. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, wir haben, glaube ich, jetzt alle schon über diese Insel hier gefragt. Ja? Wie lange? Für mein... Oh. Auf einmal hatten alle nur noch Augen für die Minen und die Kristalle. Aha. Und wir an Bord des Schiffes ließen sie einfach abwarten. Verstehe. Ich habe mal... Ja. Er sagt aus und sei es mal was und dann klicke ich's weg. Na super. Sei nicht so frech, sonst kommst du in die Suppe. Ah, Suppe! Ah! Jetzt versuche ich schon einen Papagei Manieren beizubringen. Holly, lieber Vogel! Ah! Ja, schon besser. Besser! Ah! Langsam drehe ich durch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, steuern wir ausnahmsweise wirklich mal eine neue Insel an. Die Insel der Diebe! Ja, ich mache jetzt nicht das, was noch auf Antigua kommt. Nein, ich gehe jetzt zur nächsten Insel, verdammt! Oh. Ist ja nicht auszuhalten, die ganze Zeit wieder irgendwelche Quests dazwischen. Takrigua, Insel der Diebe gefunden, 200 Ruhm, du erreichst die Insel der Diebe. Jawohl. Schön ist es hier. Oh, das gefällt mir. Schön Karibik, ne? Da war doch gerade irgend so ein komisches Viech, oder? Habe ich das nicht von dieser Ansicht aus gesehen? Habt ihr es auch gesehen? Bestimmt, ne? Sah aus, als wäre irgendwie was im Wasser. Na gut, ist ja auch egal. Dann würde ich sagen, fragen wir mal die Leute über die Insel der Diebe. Das also ist die Insel der Diebe. Ja, pass bloß auf deine Taschen auf. Außer du willst als Bettler enden. Hatte ich nicht vor. Gut, ich will zwar nicht behaupten, dass ich den Gnomen nicht traue. Aber du traust ihnen nicht. Schon verstanden. Dann... Halt immer die Augen auf. Ich habe meine... Okay, die da oben haben wir nichts zu sagen. Ja, rasier dich selber.
Dann. Der hat ja nichts zu erzählen, wie es aussieht mit der Insel der Diebe. Der hat mir auch nichts zu erzählen. Dann. Der hat mir auch nichts zu erzählen. Komm mit. Komm. Ich glaube, hier für die Insel der Diebe nehme ich am besten Jafar. Der scheint mir dafür geeignet, weil er ein Gnom ist, ja? Zum Strand. So, was haben wir denn hier jetzt? Wir haben hier eine schöne Insel, die wir erkunden können. Eine kleine Insel allerdings. Da werden wir uns wahrscheinlich nicht lange aufhalten. Dann können wir endlich nach Antigua zurückgehen und dort dann das machen. Ja, nach der Insel mache ich dann noch schnell diese eine Sache von Antigua und gehe mal wieder in die Schattenwelt. Da haben wir den Teleporterstein, jawohl. Homi, komme mit Granne Bodo. Homi Halbo. Murksatinifu. Ja, Quatsch. Ich verstehe kein Wort, Kleiner. Oh, Ulvi Gaga. Spricht ab jetzt deutlicher. Dann, Homi, verstehen, was Ulvi wollen. Viel Ärger auf dieser Insel. Gno in Gefahr. Kobolde böse. Ulvi wollen kämpfen, doch Khan verbieten. Fremden ist es verboten, sich außerhalb der Palisade zu bewegen. Ihr habt ein Koboldproblem? Jip, jip. Kobolde machen schöne Insel kaputt. Viele Bäume nicht mehr an ihrem Ort. Und sie klauen besondere Dingi von Gnu. Jetzt Geister von alten Gnomschamanen verwirrt und kämpfen an der Seite von Kobolden. Doch ihnen darf nichts geschehen, sonst wird unser Volk untergehen. Wer ist Khan? Khan Matar aller Gno. Sehr weise. Jip, jip, Jafar kennt Khan. Wichtiger Gno. Ist wichtig, dass Homi mit ihm spricht. Dazu, du folgen Palisade, bis du kommst zu Gnomdorf. Ich hab Ganondorf gelesen. Dort wirst du ihn finden. Er steht meistens in Mitte von Dorf. Warum verbietet dann Khan zu kämpfen? Khan gesagt, dass alle Gno sterben, wenn Ulvi greift Kobolde an. Ulvi nix möchte sterben, Homi. Darum nur bewachen Palisade. Nix Klopper, er gesagt. Dann ist wohl besser, nicht unüberlegt zu handeln. Jip, jip, schlauer Hund. Seele plus eins, am oder? Besten nein. Wir besuchen Khan. Denn große Gefahr lauert in Nähe. Kobolde haben viele Lager errichtet. Auch hier im Norden. Mhm. Niemand darf sich ihnen nähern. Auch nicht deine Begleiter, Homi. Die Kobolde beklauen euch also. Jip, jip. Ulvi nicht viel weiß darüber. Nur das eines von besondere Dingi ist großes Rohr mit Linse drin. Wenn du findest Rohr, bring ihn zu Khan. Mhm. Wir sollten uns, okay, das speichere ich erstmal ab, weil ich keine Ahnung habe, was wir wirklich tun müssen und ob das jetzt sinnvoll ist, wenn wir gleich mit dem auf Reise gehen. Ich möchte erst mit den anderen sprechen. Deswegen würde ich sagen, ich weiß auch schon, warum ich Jafar mitgenommen habe, der kennt sich einfach aus. Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und ja, im nächsten Part schauen wir uns hier, da vorne steht doch das Viech, wo ich gesagt habe, ne? Im nächsten Part schauen wir uns hier auf der Insel um und schauen mal, was es auf der Insel der Diebe so Besonderes für uns gibt. Und es scheint schon wieder sehr viele Probleme zu geben, das ist sicher. Naja, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, euer Blacky.